Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös jetzt schon. Ein bisschen, ich bin aufgeregt. Aber ich freue mich. Mann, was glaubst du, wer du bist? Dass du bei Slowdown und Crash Battle battles? Nicht, dass du hier noch dein letztes Stück für der Plättest, Philipp, mein persönlicher Stan. Seht aber keine Hürde, hast du selbst behauptet. Ich hätte ihn enthauptet, verdau es. Mich persönlich zu treffen ist für dich doch klar. Aber trotzdem liegst du leider daneben, wie Kias neben dem asianischen Nebel. Klar musst du rückgehen, geben, Snitch. Ich zieh mir die Falls nicht mehr unnötig rein, weil es mir am Volumen liegt. Wenn ich die Rapper von links nach rechts ficke mit Einhornschwanz, weißen, pompösen Dick. Ich muss keine Haus lecken, um einen geblasen zu bekommen. Doch du musst dauernd bei deinen winseln und weinen, weil sie am Ende noch sauer verneinen. Hast mich doch selber verteidigt, dass man trotzdem mich komplett alles versteht. Du wirst es einfach nicht wahrhaben, wenn's dir mal selber an deinen Kragen geht. Was bleibt mir übrig, außer bei Leuten wie dir direkt auf Stumpf zu setzen? Sogar im Highspiel klopft er als dummer Grieche nur dumpf an Grenzen. Einfallslos bist du sowieso, billiger SpongeBob-Talk passt gut zu deinem Sohn. Philipp, spiel hier nicht den Baba, wenn du die Pflichten eines Vaters versäumst. Wo willst du Wände mit meinem Blut wohl schmieren, wenn du Penner nicht mal deine eigenen vier hast? Moneymaker aber fliegt samt deiner Familie raus, weil du Bares nicht ziehen kannst. Bettelst dein Vater sein Enkel zu sehen, eher wird es damit losgehen. Wieder nur Kohle, für ein Heim, dass du jetzt dringend suchst, bei ihm rauszudrehen. Ein Kuhmann gibt doch einen riesen Fick auf einen, der unbedingt nicht mehr arbeiten sollte. Du bist kein Rapper, der seinen Traum folgt, sondern der immer nur einen einfachen wollte. Jedes scheiß Casting, jeder Drecksender, Hauptsache irgendwas zieht. Big Brother aufsteigt der Asi und Norddeutsch TV. Zu Not reicht auch, dass man bald sieht. Beim Supertalent, ne 30-Mann-Gang, sein Anusbett fing, wäre er bloß dahin gegangen, jetzt muss er die innere Enttäuschung verdrängen.